Ich habe eventuell noch vor, ganz zum Schluss von dem Projekt ein Q&A-Video zu machen. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr auch so Bock habt. In der Instagram-Story nochmal so einen Fragen-Button mit einblenden und dann könnt ihr damit nochmal Fragen stellen, die ich dann im Video mit beantworte. Wenn da natürlich nur drei Fragen bei rumkommen, dann machen wir es trotzdem. Machen wir es trotzdem. So. Jetzt geht's los, ey. Und los. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu Adlertech. Ich bin schon mega aufgeregt, Paul ist auch immer mega aufgeregt. Paul ist immer richtig aufgeregt, wenn es halt irgendwie zu neuen Leuten geht, die er noch nicht kennt. Da wird doch mal so ein bisschen hibbelig. Wer Adlertech ist, was die machen, das werden wir uns, glaube ich, gleich mal erklären lassen. Ich hoffe, die Jungs haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Wir werden jetzt da auf alle Fälle gleich die 500 da abgeben, weil die mir den Auspuff dafür bauen. Einen Krümmer haben die ja schon gemacht. Und jetzt habe ich ja noch den HGS, voilà, den HGS-Endschalldämpfer bekommen. Und der muss ja jetzt dann angepasst werden. Und dann, ja, werden wir uns da mal ein bisschen bei denen umgucken. Ne? Genau, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir jetzt hier bei Adlertech sind und die Jungs mir die Auspuffanlage bauen. Jetzt haben wir hier den Freddy neben mir. Und da werden wir jetzt dann, mal gucken. Kannst du uns mal ein bisschen was zu Adlertech erzählen? Wer seid ihr? Wie viele seid ihr? Sind hier noch 100 Mann? Also aktuell sind wir noch zu zweit. Ja. Wir sind im Simson-Bereich überwiegend aktiv, bauen auf Auspuffanlagen. Ja. Jetzt wollen wir noch unsere Palette ein bisschen erweitern, indem wir auch für Motorräder Auspuffanlagen bauen. Das ist so unser Überflieger 85er Auspuff in Titan. Ja. Genau, auch anodisiert. Krass. Daher die schöne Farbe. Ja. Genau. Wie viel Arbeit steckt in sowas? Jetzt nur sowas zu bauen? Kann man schlecht sagen sowas, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, so ein bis zwei Tage gehen auf jeden Fall voll drauf. Okay. Und ansonsten hast du ja gesagt, ihr macht halt Auspuffanlagen für Motorräder. Heißt also, wenn jetzt jemand irgendwie so ein geiles Projekt wie meins hat, kann man damit zu euch kommen, richtig? Den müssen wir uns annehmen jetzt, genau. Den müssen wir uns annehmen, also muss losgehen, sagst du. Ja. Okay, dann würde ich jetzt sagen, besprechen wir halt mal in zwei Sachen, wie ich mir jetzt die Auspuffanlage vorstelle. So, jetzt wollen wir die Britze immer hier ins langsam runterrollern. Och du Scheiße. Wir haben tatsächlich gerade vergessen, ein Ende vom Video zu finden. Deswegen machen wir es jetzt einfach schnell. Riesengroßes Dankeschön nochmal an die beiden Brüder von Adlertech. Mit Freddy hatte ich einmal Kontakt gehabt und habe da mit dem alles abgeklärt, dass die sich da meinem Projekt angenommen haben. Ich bin mega gespannt, was die mir da zaubern. Und ja, also wenn ihr jetzt das Video seht, kann ich es in der kommenden Woche hoffentlich mein Motorrad abholen und dann geht es halt dran, den Elektronvergaser vernünftig einzustellen, abzustimmen. Ich hoffe, da brauchen wir nicht allzu viele Anläufe, dass das vernünftig läuft. Paul, ey geil, danke, dass du wieder da warst, Mann, ey. So geil. Den ganzen Tag hättest du doch einfach wieder schön auf der Couch verbringen können. Richtig. Aber nee, stattdessen? Wieder schön auf den nackten Studentenhaut legen. Nee, sowas machen wir nicht. Nee? Lieber Maschek helfen. Richtig. Maschek in seinem Vorhaben helfen. Genau, geil. Wird er was Gutes getan. Make Maschek great again. Ja, so ungefähr. So, in diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche beim Race-Vlog mit Paul seiner Pitbike-Action. Wird auf alle Fälle wild. Schalt wieder ein oder dabei.